Wir wollen uns jetzt über die Dimensionierung von Induktivitäten und Kapazitäten in DC-DC-Wandlern unterhalten. Das heißt, tatsächlich möchte ich hier wieder so eine Art Kochrezept zunächst mal präsentieren und danach wollen wir uns am Beispiel vom Tiefsitzstädter-Abwärtswandler durchrechnen, was wir machen. Das heißt, wenn man einen DC-DC-Wandler auslegt, muss man auch die Kapazitäten und Induktivitäten auswählen. Das heißt, wir müssen die Werte bestimmen hier. Den Kapazitätswert und den Induktivitätswert, natürlich neben weiteren Belastungsgrößen, das heißt Kapazitäten muss man zum Beispiel auch nach der maximalen Spannung und gegebenenfalls dem Wechselstrom auswählen, genauso Induktivitäten, zumindest bei einfachen Speicherdrosseln muss man mindestens noch auf den Sättigungsstrom und auf den Effektivwert des Stromes achten, gegebenenfalls muss man kompliziertere Verlustleistungsanalyse durchführen, wenn man große Stromwelligkeiten hat und damit Kern- und Wicklungsverluste auftreten, die nicht mehr rein mit dem Effektivwert zu berechnen sind. Wie geht man jetzt vor, wenn man diese Induktivitäten und Kapazitäten auswählt? Die Basis dafür ist, dass man Welligkeiten festlegt für die Ströme in den Induktivitäten und die Spannung an den Kapazitäten. Das heißt, tatsächlich haben wir diese Bauelemente als Energiespeicher, die werden zeitweise Energie aufnehmen und abgeben und dadurch verändern sich jeweils diese energietragenden Größen. Das heißt, eine Induktivität, wenn dort der Strom zunimmt, hat sie mehr Energie gespeichert, wenn der Strom wieder abnimmt, hat sie weniger Energie gespeichert. Und das gleiche bei der Kapazität, bei einer höheren Spannung, haben wir mehr Energie drin gespeichert als bei einer geringeren Spannung. Und wir haben dann zusätzlich noch als Parameter den Schaltfrequenz, mit dem wir das beeinflussen können. Die Dimensionierung werden wir durchfinden anhand des stationären Zustands. Das heißt, im eingeschwungenen Zustand schauen wir uns an, wie die Strom- und Spannungsverläufe sind. Und dann gibt es so typische Anhaltspunkte für die Werte. Wie wählt man Delta IL, Delta UC, wenn man das nicht weiß? Ganz grob so Delta IL wählt man typisch 40% vom Maximalwert des Stromes. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber das ist so die Faustformel. Und Delta UC wählt man so ganz grob, wenn nichts anderes gegeben wäre, jetzt als Anforderung so, dass man 1% letztlich an Welligkeit kriegt, beziehungsweise manchmal auch 2%, je nachdem, wie man das haben will. Wie geht man dann vor? Als erstes muss man die Werte festlegen, Delta IL, Delta UC. Das heißt, zum Beispiel können Sie sagen, ich habe irgendeine Schaltung und ich sage dann, okay, Delta IL, haben wir zum Beispiel 2 Ampere Ausgangsstrom, dann würde ich sagen, vielleicht 0,4 mal diese 2 Ampere, 0,8 Ampere Delta IL und wir hätten zum Beispiel eine Ausgangsspannung von 5 Volt, könnte man sagen, Delta UC könnte jetzt zum Beispiel sein 50 Millivolt, 1% davon, einfach bloß so als Beispielwert. Was versuchen wir dann, um das zu dimensionieren? Wir versuchen diese Werte von Delta IL, Delta UC durch die Mittelwerte der Ströme und Spannungen auszudrücken. Das heißt, wir haben ja dieses Mittelwert, diese Mittelwertmodellierung kennengelernt, um Spannungszeitflächen und Stromzeitflächengleichgewicht auszuwerten. Wenn das geht, das heißt, wenn durch die Kapazitäten und die Induktivitäten im Prinzip an den Induktivitäten geschaltete Spannungen auftreten, die abschnittsweise konstant sind und an den Kapazitäten geschaltete Ströme, die abschnittsweise konstant sind, dann können wir tatsächlich das benutzen. Wenn das nicht der Fall ist, werden wir gleich sehen, beim Tiefsitzsteller würden wir, wenn wir die Mittelwerte nehmen würden, dazu kommen, dass der Strom durch den Ausgangskondensator gleich 0 ist, dann können wir den natürlich mit dieser Methode nicht dimensionieren, dann müssen wir die tatsächliche Welligkeit benutzen, auch das werden wir uns ableiten und wir können dann, wenn wir das ausgedrückt haben, diese Gleichung, die wir dort erhalten, nach dem Induktivitätswert oder dem Kapazitätswert auflösen, das heißt tatsächlich, was wir hier benutzen werden, wir werden hier die Grundgleichung für Induktivität und Kapazität nutzen, das heißt in der Form, dass wir zum Beispiel sagen, UL ist L mal Delta IL durch Delta T. Und der Trick ist jetzt, wir müssen dann hier nicht kompliziert ableiten, wenn wir diese Mittelwertmodellierung machen. Das heißt, wenn UL konstant ist, haben wir auch hier eine konstante Änderungsrate. Und das gleiche bei der Kapazität. Wenn ich sage, IC ist gleich C mal Delta UC durch Delta T, wenn ich jetzt annehme, okay, tatsächlich diese Änderungsrate der Spannung ist konstant, weil ich mit konstantem Strom lade, dann ist auch diese Gleichung einfacher aufzulösen. Achtung, wie gesagt, man muss beachten, dass man zusätzlich hier noch Strom- und Spannungs- oder Verlustleistungen hat an den Bauelementen. Das heißt, Induktivitätswerte und Kapazitätswerte sind bloß ein Teil, sind aber nicht die ganze Wahrheit bei der Auslegung. Und was man auch manchmal vergisst, ist, die Last kann schwanken und auch die Eingangsspannung kann schwanken. Das heißt, ich muss tatsächlich
anschauen, in welchem Bereich variieren denn zum Beispiel die Strombelastung und die Spannungsbelastung an meinem Kondensator. Das heißt, gibt es irgendwelche Betriebszustände, wo diese Spannungswelligkeiten sozusagen ihren Worst-Case-Wert annehmen? Und dann muss ich natürlich auf diese Werte auslegen.